Ich hatte heute einen sehr interessanten Tag in der Rhein-Neckar-Region, in Schwetzingen und Brühl und Neulußheim und Altlußheim und hatte viele interessante Begegnungen. Der Tag begann zunächst mal in Heidelberg mit einem guten Gespräch im Regionalzentrum der SPD mit den Mitarbeitenden dort in den verschiedenen Büros. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch mal hinzuhören, wie Sie die Situation der SPD einschätzen, wie Sie den Wahlkampf einschätzen und wie es Ihnen einfach geht und wie gearbeitet wird und welche Unterstützung gebraucht wird. Danach war ich im Rathaus in Schwetzingen und durfte mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen, eine leere Seite. Ich tue mir dann immer so ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, ob ich da jetzt was reimen soll oder was Staatstragendes hinschreiben soll. Ich habe dann was zum Frühling geschrieben, der hier in der Region ja tatsächlich 2 Wochen weiter ist als in Stuttgart. Hier blüht alles und hier ist alles schon ganz bunt. Der Spargel wird gestochen schon in dieser Woche. Die Vertriebsformen sind noch nicht ganz aufgebaut, aber ich freue mich schon auf den Spargel. Nachdem wir im Rathaus in Schwetzingen waren, hatte ich eine großartige Begegnung in Brühl. Und in Brühl waren wir in einem Neubau, in dem 12 Wohnungen sind. Und das Interessante war, dass die Stadt auf einem alten Grundstück 12 Wohnungen geschaffen hat für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, mit einem Quadratmeterpreis unter 6 Euro. Und der Bürgermeister der Stadt war sehr, sehr stolz darauf, dass sie immer auch alte Häuser aufkaufen, renovieren und wieder vermieten. Die Stadt hat 180 eigene Wohneinheiten und machen richtig viel für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Und es ist ja in diesem Jahr auch eines unserer Schwerpunktthemen. Ich fand es sehr interessant und besonders interessant fand ich, dass die Leute uns tatsächlich in ihre Wohnungen gelassen haben. Ich war in 3 Wohnungen bei einer alleinstehenden Frau, bei einem älteren Ehepaar und bei einer Frau mit Kindern. Und es war, was ich so interessant einfach auch fand, war, dass die Wohnungen so ganz unterschiedlich eingerichtet sind. Das finde ich aber immer ganz großartig. Danach sind wir nach Brühl gegangen und hatten einen kleinen Empfang im Rathaus. Der Bürgermeister hat eine kleine Ansprache gehalten. Ich durfte mich wieder ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Von da sind wir wieder nach Schwetzingen gefahren, weil die SPD in Schwetzingen hat als Ortsverein, das finde ich sehr bemerkenswert, ein Bürgerzentrum aufgebaut. Das haben sie in Eigenarbeit renoviert. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Raum, der sehr schön gestaltet ist, auch indem man sich richtig wohlfühlt. Es gab selber gemachte Kuchen, eine kleine Ansprache von unserem Landtagsabgeordneten Daniel Born, der Bundestagskandidatin der NESA. Ich habe auch nur einen kurzen Input gemacht und mich dann konzentriert auf Gespräche mit den Anwesenden. Es waren auch neue Mitglieder dabei, die erzählt haben, was sie für eine Erwartungshaltung haben, die mir von ihrer Lebenssituation erzählt haben. Ich konnte auch anknüpfen an alte Begegnungen. Ich war ja hier vor 30 Jahren als Gewerkschaftssekretärin in der Region tätig und auch da kennt man noch Leute, das ist einfach schön. Danach waren wir jetzt ganz arg nett essen bei einem Italiener, allerdings war das Thema drumherum nicht so nett. Wir haben uns mit dem Gewerkschaftssekretär der IGBCE und dem Pfarrer von Philipsburg, dem evangelischen Pfarrer, getroffen und sie haben uns aufgeklärt über die derzeitige Situation bei Goodyear. Da sollen ja 900 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das war jetzt sehr interessant. Danach sind wir nach Altlußheim gegangen und hatten da eine schöne Veranstaltung mit der ASF, auch mit der Bundestagskandidatin, mit dem Landtagsabgeordneten und haben nochmal intensiv darüber gesprochen, was will die SPD eigentlich programmatisch im Bundestagswahlkampf 2017. Also für mich war das jetzt ein ganz, ganz schöner Tag. Ich habe ihn sehr genossen und besonders wertvoll sind mir die individuellen Begegnungen mit den Menschen.